Auf der Wache Duisburg-Nord beschäftigt nun ein Vermisstenfall Kriminalhauptkommissar Hans Frendenberger und Kriminaloberkommissar Manuel Wenner. Na, Hans? Wie ist Ihr Name? Sander, Claudia Sander. Okay. Guten Tag, Frau Sander. Hallo, hallo. Ganz Wenner, Kripo Duisburg. Nehmen Sie mal einen Moment Platz, Frau Lund. Na, klein Moment, ich bring mal eben meinen Kollegen auf Vordermann. Wir kommen am besten mal ein bisschen näher ran mit dem Stuhl. Bitte schön. Manuel, vorweg schon mal, die Dame ist auf der Arbeit angerufen von ihrer Tochter, die 16. Ja. Und ist ganz aufgeregt. Die Nachricht habe ich allerdings jetzt noch nicht gehört. Ja, ich habe das Handy hier dabei. Wie heißt die Tochter mit Vornamen? Lara, Lara. Man hört zu mir. Ich bin ganz aufgeregt. Das glaube ich. Hören Sie sich das mal an. Ja. Ich bin komischen Auto verfolgt. Da sitzt so ein Typ drin. Ich habe so Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Haben Sie? Setzen Sie sich ruhig wieder, Frau Sander. Haben Sie versucht, Ihre Tochter zu erreichen? Ja, ich habe sofort versucht, noch mal Ihre Handynummer zu wählen. Das Handy war aus und das passt überhaupt nicht zu ihr. Als mein Kollege und ich uns die SMS-Nachricht, die Sprachnachricht angehört haben, waren wir sofort sicher, dass die echt ist. Wir hatten überhaupt keinen Zweifel, dass da was gespielt ist oder übertrieben ist. Es war echt einzuschätzen und wir müssen jetzt sehen, dass wir da am Ball bleiben und schnell herausfinden, wo sich die Tochter befindet. Haben Sie irgendeine Erklärung? Ist da irgendwas in letzter Zeit passiert? Nee. Haben Sie schon mal Gedanken darüber gemacht? Wie ist klar, die ganze Zeit habe ich drüber nachgedacht, aber... Und Ihr Verhalten in letzter Zeit, war das irgendwie ein bisschen ängstlich, unsicher oder irgendwie Veränderung? Nee. Aber was halt komisch war, letzte Woche musste ich zur Schule... Und die Lehrer haben gesagt, die hat ein paar Mal die Schule geschwänzt. Und ich habe mir da keinen Gedanken gemacht, mein Gott. Wussten Sie das nicht? Nee, ich wusste das nicht. Aber mein Gott, mit 16, da schwänzt man mal die Schule, mein Gott. Täglich werden in Deutschland rund 250 Personen als vermisst gemeldet. In diesem Fall deutet die Aussage der alleinerziehenden Mutter darauf hin, dass die 16-Jährige als Geisel genommen wurde. Die Stimme. Also bei Ihrem Vater könnte die Tochter nicht sein. Nee, wir haben seit einem halben Jahr keinen Kontakt. Der hat irgendwie immer Probleme seit zwei Jahren. Und ich habe mich von dem getrennt, wie gesagt. Aber das spielt doch jetzt keine Rolle. Ich mache mir Sorgen um meine Tochter. Ja, das kann ich doch nicht. Ja, wir wollen Ihnen ja helfen. Wir sind jetzt hier ganz am Anfang. Deswegen fragen wir natürlich auch nach Ihrem Vater, wo jetzt Ihre Tochter sein könnte. Ich weiß nicht. Wir wollen also ja gerne helfen. Das Einzige ist mit dieser Mandy. Die kommt irgendwie, ich will keine Vorurteile haben, aber die kommt irgendwie aus so komischen Kreisen. Die ist respektlos und aggressiv. Wie alt ist die Mandy, wissen Sie das? Ja, die ist ein bisschen älter als Lara. 18, glaube ich, ist die. Die Ermittler nehmen eine Personenbeschreibung der 16-Jährigen auf und geben eine Suchmeldung an alle Streifenwagen heraus. Sollte die Schülerin entführt worden sein, schwebt sie möglicherweise sogar in Lebensgefahr. Ich schlage vor, dass wir am besten zu Ihnen nach Hause fahren und gucken. Vielleicht ist Ihre Tochter ja schon da. Ja, das können wir probieren. Vielleicht mit einer Handyordnung vielleicht schon mal versuchen, zumindest zu wissen, wo das Handy ist. Aber wir müssen uns beeilen. Wir machen jetzt zwei Dinge. Ja, wir wollen Ihnen gerne helfen, Frau Sander. Irgendwas ist da, ich spüre das irgendwie. Okay, wir machen die Handyordnung. Die Handyordnung ist das eine. Okay. Und wir fahren mit Ihnen nach Hause. Ja, ist eine gute Idee. Mit Ihrem Einverständnis natürlich. Klar, natürlich. Und schauen wir in der Wohnung nach. Vielleicht finden wir irgendeinen Anhaltspunkt. Ja? Ja, in diesem Fall ist die Mutter ja zur Polizei gegangen und zwar recht schnell. Das bedeutet, jetzt sind die Profis am Werk. Wir werden jetzt alle Ermittlungen in die Richtung leiten, das Kind wiederzufinden. Manuel, kommst du direkt hinterher? Ja, geht los. Dann kommen Sie mal mit. Mithilfe der Handyortung kann die Polizei ein Bewegungsprofil der vermissten Jugendlichen erstellen. Da die Auswertung der Handydaten einige Zeit in Anspruch nimmt, wollen die Ermittler zunächst in der Wohnung nach neuen Indizien auf ein Gewaltverbrechen suchen. Oh, schön hell haben wir es hier. Schön helle Wohnung. Ja. Frau Sander, wir wollten uns mal einen Überblick verschaffen, ob wir hier irgendetwas sehen, was darauf hinweisen könnte, wo sich Ihre Tochter aufhält. Hat sich irgendwas verändert? Ja? Schatz! Mein Gott, Schatz, was machst du? Wo kommst du her? Meine Güte! Lara, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Was ist denn los? Ist doch alles gut. Du hast mich angerufen auf der Mailbox, meine Güte. Lara, was ist passiert? Alles in Ordnung bei Ihnen? Mama, was hast du hier? Ist das Blut? Alles in Ordnung, was ist denn los, Mann? Die 16-Jährige verharmlost die Sprachnachricht vor ihrer Mutter und verweigert die Aussage zu möglichen Hintergründen. Für die Kripo-Beamten steht fest, dass die Schülerin etwas zu verbergen hat. Was ist da passiert? Ja, das hörte sich schon sehr besorgniserregend an, was Sie da...
weißt du. Das waren Sie doch, das ne? Das war ein Witz? Ja, Mama, es war nur ein kleiner Scherz. Lara, alles du kannst mir doch nicht erzählen, dass das ein Witz war. Du bekommst ja Blut verschmiert rein. Du machst das Sicherheitsschloss davor. Das machst du sonst nie. Lara, du hast es hier mit erfahrenen Kripo-Beamten zu tun. Also ein Witz war das nicht. Wir haben das gehört. Die Art und Weise, wie die Tochter mit ihrer Mutter gesprochen hat, die ja sehr besorgt war, war für uns sofort ein Alarmzeichen, dass hier etwas nicht stimmt, dass die Aussagen der Tochter erfunden sind und dass wir unbedingt weiter ermitteln müssen und hier am Ball bleiben müssen. Bleiben Sie vernünftig und sagen Sie, warte, jetzt kommen Sie ja auch noch offensichtlich mit blutverschmiertem T-Shirt hierher. Wo kommt das her? Das möchte ich jetzt auch mal langsam wissen. Das ist im Sportunterricht. Du hast einen Ball gegen den Kopf bekommen. Du ziehst doch nicht im Sport hier dein Sweatshirt an. Mann. Zeigen Sie uns mal die Wunde. Das hat sie gar nicht. Aua! Was hast du denn da? Da wird dir echt zu viel. Komm her, bleib hier. Bleiben Sie doch mal hier. Was soll das denn eigentlich? Jetzt reicht's langsam. Sie haben doch angeblich nur einen Witz gemacht. Warum reden Sie über diesen Witz nicht mal ein bisschen intensiver? Sie stellen uns hier vor große Fragezeichen. Was hast du hier? Was hast du hier? Mama, das ist gar nicht zu interessieren. Dann zeigen Sie mal, was Sie hier so Schmerzen bereitet. Jetzt ist gut, Fräulein. Lass mich bitte gucken. Das ist doch was ist das denn? Grobe Verletzung. Da hat doch jemand richtig zugegriffen. Was ist passiert? Blut, hat die Mandy was damit Blut zu tun? Hund. Die Mandy, Mama, das ist eine Freundin von mir. Nur weil du sie nicht leiden kannst, lass doch mal Mandy aus dem Spiel. Mein Gott. Ja, aber Mädchen, guck dich doch mal an. Lass es doch, dann wird sie echt so viel. Lara, werden Sie vernünftig. Fräulein, jetzt sag doch endlich, wir wollen dir helfen. Wir müssen wissen, was passiert ist. Setz dich am besten noch mal dahin. Die Ermittlungen geraten zunächst in Stocken, doch dann ergibt sich eine neue Spur. Die Freundin der Tochter kommt zu Besuch und scheint ebenfalls etwas vertuschen zu wollen. Mich würde mal interessieren, was Sie gerade in diesem Moment, wo wir versuchen, diesen Fall zu klären, was Sie auf einmal hier machen. Lara hat mich angerufen. Ich bin einfach nur hier hingekommen. Ich wollte wissen, was los ist. Aber wo kommt das Blut her? Lara, du hast es angerufen. Alles ist gut. Das ist meine beste Freundin. Darf ich Sie nicht mal anrufen? Natürlich. Wir wollen nur wissen, was los ist. Aber das warum? Ist, ich habe dir gesagt, die Mandy ist kein guter Mama, Mann für dich. Mama, ist doch mal jetzt leer. Lass doch mal Mandy aus. Frau Sander, ist sie... Bitte. Die Freundin liefert keine neuen Erkenntnisse. Kriminaloberkommissar Manuel Wenner und sein Kollege schließen nicht aus, dass sie die Schülerin unter Druck setzt oder sogar bedroht. Sagen Sie doch, wo Sie die Blutspuren herhaben. Alles ist in Ordnung. Und warum Sie diesen Anruf getätigt haben, da stehen wir immer noch an dem Punkt. Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs mit der Lara wurde immer deutlicher, dass sie uns ganz klar anlügt. Sie hatte irgendwas zu verbergen. Die Verletzung kam nicht von alleine. Sie hatte was zu verbergen. Was das war, das wussten wir in dem Moment noch nicht. Aber da musste irgendein Grund vorhanden sein, dass sie einfach stur bei ihrer abweisenden Haltung blieb. Machen Sie mal jetzt einen Break und sagen Sie mal jetzt, was passiert ist. Nein, alles ist in Ordnung. Wie oft soll ich mich noch mal wiederholen? Diebstahl, Moment. Sachbeschädigung. Aha, siehste, ich hab's Sachbeschädigung. Gewusst. Mehrfach. Ja. Während der Befragung klingelt plötzlich ein Handy in der Tasche der 16-Jährigen. Die Mutter erkennt sofort, dass das Telefon nicht ihrer Tochter gehört. Durch gutes Zureden der Mutter öffnet sich das Mädchen schließlich. Was ist das für ein Handy? Raus mit der Sprache. Das ist Papas Handy. Mandy hat damit wirklich nichts zu tun. Wie kommst du an Papas Handy? Ich verstehe das alles nicht. Mandy ist so gekommen, mir zu helfen. Wie kommst du an Papas Handy? Ich kriege das gerade nicht in meinen Kopf rein. Kommen Sie noch mal rein. Wo kommt das Handy von Papa her? Wobei soll er helfen? Seit einem halben Jahr haben wir keinen Kontakt mehr zu meinem Mann. Wir haben uns getrennt. Lassen Sie den mal sprechen. Lassen Sie erst mal Lara erzählen. Ich möchte jetzt reden. Dieser Mann, der mich verfolgt hat. Bitte? Wie bitte? Der ist plötzlich aus dem Auto gestiegen. Der ist auf mich losgerannt. Ich habe nur gesehen, wie er dieses Messer in der Hand hatte. Was für ein Typ, für ein Messer. Ich verstehe überhaupt nicht. Der war auf mich los und plötzlich, ich habe natürlich angefangen zu schreien wie eine Verrückte. Und plötzlich kam Papa da aus dem Nichts. Er war plötzlich da. Ist sofort auf diesen Mann los, hat diesen Mann zu Boden geschlagen. Ich wollte natürlich sofort die Polizei rufen. Dann fing diese Scheißprügelei an, deswegen ging das Blut auf meinem Oberteil. Ich wollte natürlich sofort die Polizei rufen, konnte es mit meinem Handy, mein Akku war leer, das heißt, ich habe einfach das Handy genommen. Wer war denn dieser Mann? So ein großer, kräftiger Mann mit braunen Haaren. Kennen Sie den? Oder wo ist das passiert? Gleich hier vorne um die Ecke. Raus und dann sofort um die Ecke. Jetzt gerade, als Sie nach Hause kamen? Können Sie mal mit uns kommen und sagen Sie uns mal genau die Stelle? Der Vater hat seine Tochter gebeten, die Polizei außen vorzulassen. Die Ermittler rufen Verstärkung, denn der Täter ist offenbar mit einem Messer bewaffnet und scheint zu allem fähig zu sein. Bleiben Sie zurück! Frau Sander, passen Sie auf die Mädchen auf! Bleiben Sie bei den Mädchen!
Dann müssen wir bleiben. Kriminalpolizei! Polizei! Hören Sie auf! Bleiben Sie stehen! Kriminalpolizei! Hören Sie auf! Kommt näher, wenn ihr wollt! Lass das Messer weg! Kommt näher! Lass das Messer weg! Kommt näher! Mach das Messer weg! Du machst alles nur noch schlimmer! Nehmt das Messer weg! Mensch, ich hab Angst vor euch! Bleib vernünftig! Mach das Messer weg! Da ist jemand verletzt! Messer wegschmeißen! Weiter zurück, Stück weiter zurück! Und auf den Bauch legen! Auf den Bauch legen! Auf den Bauch! Auf den Bauch legen! Oh, die Hände am Rücken! Hände am Rücken! Mann, Mann, Mann! So eine Scheiße! Lass sie liegen jetzt! Bleib liegen hier! Ich hab mich voll Arschlecke! Der Typ schüttelt mir die Tote! Die Polizisten rufen einen Rettungswagen. Offenbar hat es zwischen den Männern Streit um Geld gegeben. Die Kripo-Beamten erfahren nun die genauen Hintergründe. Alles wird gut, Mirko. Wer ist dieser Mann? Ah, nein, das ist ein bekannter Gläubiger, dem habe ich noch Geld geschuldet. Aber welcher Gläubiger? Ja, welches Geld, Mama? Der wollte dich auch nicht bedrohen. Ich wollte dich beschützen. Ich konnte es nicht. Es tut mir so leid. Bleiben Sie mal etwas ruhig, das blutet. Es tut mir echt leid. Aber Papa hat unheimlich große Probleme mit Spiel. Komm! Die Kriminalisten finden heraus, dass der Vater spielsüchtig ist und hohe Schulden angehäuft hat. Da er das Geld nicht bezahlen konnte, drohte der Gläubiger, seiner Tochter etwas anzutun. Ich kann nicht, der Typ schuldet mir die Kohle und ihr nehmt mich fest. Manuel, ich kann nicht so richtig mitmachen. Ich habe alles okay, alles okay. Nichts gefunden. Das ist nur Geld. Ja. Der Täter wird jetzt zur Wache gebracht und dem Haftrichter vorgeführt. Mit den Straftatvorwürfen, Stalking, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung. Möglicherweise sogar räuberische Erpressung. Das müssen dann die weiteren Ermittlungen noch ergeben. Aber das ist das, was wir jetzt wissen. Muss er mit ins Krankenhaus? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also es sieht erstmal relativ oberflächlich aus, nicht zu tief, aber da muss auf jeden Fall nachgeguckt werden. Okay. Dann möchten Sie, dass jemand mitkommt ins Krankenhaus? Ja, auf jeden Fall meine Tochter. Ich komme für 2:30 Uhr. Ich komme hinterher. Wir haben hier am Heuweg 85. Eine Festnahme und eine verletzte Person, die wird vom RTW ins Krankenhaus gebracht. Tut mir noch mal leid. Polizeibeamten sind unverletzt. Ja, habe ich verstanden. Ihr Verhalten finde ich total klasse. Da kümmert sich jetzt auch um ihre Tochter. Wir haben im Prinzip zwei Opfer. Ne? Guckst du mal, bitte nach dem Sensor. Ich habe geguckt, am Sensor. Jeder zweite Erwachsene nimmt regelmäßig am Glücksspiel teil. Viele unterschätzen die Folgen, wie auch dieser Vater, der durch seine Sucht sogar seine Familie verloren hat. Wir haben ausgemacht, dass ich ihm irgendwann das wiedergebe. Welche Summe geht's jetzt? 7.000 Euro. 7.000? Oh. Ja, das habe ich nun mal nicht. Ja. Darum konnte ich jetzt auch nichts machen. Was soll ich machen, wenn ich nichts habe? Ich schlafe bei Freunden, Bekannten. Ich habe kein Geld. Ja, so geht es vielen Spielern. Ne? Ja. Bei manchen enden sogar aus diesem Grund die Ehen. Ne? Ja, zum Schluss kam es ja erfreulicherweise noch zu einer zweiten Versöhnung, denn die Freundin der Lara, die Mandy, hat sich mit der Mutter ausgetauscht und ich glaube, die Mutter hat eingesehen, dass sie die Mandy zu Unrecht beschuldigt hat. Es ist menschlich einerseits verständlich, dass sie die beschuldigt hat, aber sie hat jetzt festgestellt, dass sie gar nichts mit diesem Fall zu tun hat und ich glaube, das ist eine gute Basis für eine zukünftige Freundschaft zwischen den beiden Mädchen und vielleicht auch der Mutter. Herr Sander, alles Gute. Wir hören noch voneinander, wenn Sie wieder fit sind. Ne? Werden Sie erstmal gesund. So, ja, das ist nochmal gut gegangen, ne? Ja. So viel Blut hat er, glaube ich, auch nicht verloren, dass er jetzt da zu kämpfen hat. Die haben ja gesagt, er kommt wieder auf den Damm. Ja. Bleiben wahrscheinlich nur ein paar. Kommen Sie mal mit rüber. Da bleiben jetzt nur noch ein paar Stiche von über oder eine Narbe. Das wird einmal genäht und dann. Ja. Ja. Der Vater beginnt eine Therapie gegen seine Spielsucht.